Hallo und willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Letztes Mal haben wir ein Ewigkeit. Was? Nochmal zurück. Hallo Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Letztes Mal haben wir einen Run mit Isaac gehabt. Dieses Mal widmen wir uns Eve, wie im letzten Mal angesprochen. Da wir mit Eve noch eine kleine Rechnung offen haben, beziehungsweise nicht mit Eve, sondern mit dem Herrn Satan, dem Herrn Teufel, der uns letztes Mal kurz vor unserem Ziel doch noch aufgehalten hat, uns ein Bein gestellt hat und wodurch wir auf die Nase gefallen sind. Doof gelaufen, leider. Ich weiß auch nicht, was ich mir bei dem letzten Run gedacht habe, der ganze 2 Stunden lang war. Unnötigerweise hätte ich so lange sein müssen, er war nun mal so lang. Ich war gerade darauf aus, irgendwelche Items zu sammeln, wo ich auch sehr erfolgreich mit war. Ich habe tatsächlich noch welche bekommen. Den Guardian Angel und Daddy Longlegs, was ich finde ein ziemlich cooles Item ist. Aber davon abgesehen, wir haben extrem viele Items gesammelt. Wir waren extrem stark. Am Ende der Run war zum Zuschauen wahrscheinlich nicht sonderlich spannend. Aber wahrscheinlich trotzdem irgendwie interessant. Was kriegen wir hier als erstes Item? Es ist. Oh, der Wafer. Also solange unsere Items nicht vollkommener Müll sind, haben wir eigentlich schon praktisch gesehen gerade gewonnen. Und das meine ich ernst. Der Wafer ist sozusagen das Verteidigungs-Ultra im Gegensatz zum Polyphemus zusammen mit Brimstone. Wenn jemand sagt, Brimstone und Polyphemus ist Instant Win, dann sage ich, der Wafer und irgendwas an. Nee, einfach nur der Wafer ist der Instant Win. Praktisch gesehen. Natürlich gibt es immer noch Ausnahmen, wo man das irgendwie nicht hinkriegt, aus irgendeinem Grund, weil man ganz wenig Schaden nur macht oder weil man ganz wenig Leben nur hat oder. Aber prinzipiell ist meiner Meinung nach der Wafer das ultimative Item, um jeden Run zu gewinnen. Man kriegt nur noch ein halbes Herz Schaden. Ein halbes Herz Schaden durch jeden Angriff. Das heißt auch auf den späteren Ebenen, wo man normalerweise immer ein Herz Schaden pro Angriff kriegt, also durch Treffer kriegt. Kriegt man nur ein halbes Herz. Es ist vollkommen egal, ob man sonderlich viel Leben hat oder nicht. Man muss einfach nur die Gegner schnell ausschalten. Man kriegt ja sogar meistens noch irgendwelche Herzen auf dem Weg hin zu den jeweiligen Gegnern, zu den jeweiligen Bossen. Und selbst dann könnte man sich wieder hochheilen. Und wenn man dann noch The Habit und The Book of Revelation hat, dann hat man sowieso den gesamten Run definitiv gewonnen. Weil man kriegt 2 Treffer, verliert insgesamt ein Herz. Und auf der anderen Seite kriegt man durch die 2 Treffer wieder mehr Aufladung für das Book of Revelations, wodurch man das Book of Revelations einsetzen kann und man kriegt wieder ein Herz dazu. Man ist unbesiegbar dadurch diese Kombination. Unglaublich, oder? So. Und hier ist nichts drin. Schade. Ich hatte gerade auf eine Bombe gehofft. Aber wir haben den Wafer schon gekriegt. Ich weiß gerade nicht, was ich mir sonst noch wünschen soll. Ich bin eigentlich jetzt wunschlos glücklich erstmal. Jetzt noch ein Damage Upgrade hier und da. Mal so, da ein Damage Upgrade hier, da ein Upgrade hier und da und so. Und dann bin ich eigentlich ziemlich gut gewappnet schon. Und das nach der ersten Ebene. Nach der ersten Ebene ein Item eingesammelt und sagen schon, der Run ist gewonnen. Das ist entweder arrogant oder leichtsinnig, je nachdem. Oder ziemlich sicher. Ich weiß nicht. Könnte auch sehr optimistisch sein. Aber ehrlich gesagt, solange ich jetzt nicht auf den ersten Ebenen total abkratze und innerhalb der ersten paar Räume schon extrem viel Leben verliere und einfach überhaupt nicht klarkomme mit der Ebenen und mit den Ebenen, wenn ich zuerst der Ebene sagen, aber es sind ja mehrere, also den Ebenen, ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Ich meine, wir haben den Wafer. Was wollen wir sonst noch haben? Es ist praktisch gesehen der Free Win. Finde ich. Muss einfach nur noch ein bisschen die ersten Ebenen überleben und sich nicht treffen lassen direkt zu Beginn von irgendeinem Blödsinn. Aua, einmal treffen reicht. So. Wie gesagt, wenn man die ersten Ebenen überlebt, ein paar Upgrades kriegt durch ein paar Items oder so, dann ist das überhaupt kein Problem mehr.
ich wüsste nicht, was mich jetzt noch sonderlich aufhalten soll, wenn ich jetzt noch irgendwie ein Damage-Upgrade kriege. Nichts hält mich mehr auf dann. Da bin ich ziemlich von überzeugt. Und wenn der Run in die Hose geht, dann bin ich extrem enttäuscht von mir selbst. Aber wir werden gleich erstmal zum Boss gehen und gucken, was der für uns bereithält. Auf geht's. Hallo Monstro, in der schwarzen Form, die was weiß ich macht. Ich habe keine Ahnung, was du tust. Du spuckst Tränen. Kannst du hüpfen? Du kannst hüpfen, kannst auch weit hüpfen. Kannst du auch weit hüpfen? Nein, der kann nicht weit hüpfen. Oder er macht es gerade einfach nicht. Habe ich ehrlich gesagt überhaupt kein Problem mit. Finde ich sogar ziemlich gut. Meinetwegen kann auch das die ganze Zeit machen. Auch kein Problem mit. Einer der ungefährlichen Monstro-Kämpfe, die ich jemals hatte. Also Monstro ist ja sowieso schon relativ ungefährlich und einfach. Und der wird jetzt nochmal vereinfacht durch diesen einfachen Kampf. Ich sollte meine Sprüche nicht zu lange machen, sonst kriege ich gleich irgendwie auf den Deckel. Habe ich so die Befürchtung. Oh, ein guter Run mit Eve. Das wäre ja unglaublich. Okay, wir kriegen Pillen. Wir nehmen erstmal das Pillending hier mit. Sammeln das Herz ein. Gehen wir in den... Okay, das lohnt sich beides nicht. Ich habe ja schon befürchtet, dass ich jetzt hier irgendwie ein gutes Angebot kriege, was ich haben möchte. Aber das interessiert mich beides absolut nicht. Tears down, okay. Luck up, brauchen wir nicht. Telepilz, gibt uns den Goldraum. Und Mom's Knife. Zack. Zack. Ja. Was soll ich dazu sagen? Wir haben gerade ziemlich gute Chancen bekommen. Goldraum umsonst sogar. Wir können die Gegner jetzt auch totmessern hier. Komm, stirb. Du auch noch. Das wird ein sehr, sehr guter Run werden. Ich bin schon fest davon überzeugt. Wir haben Mom's Knife gekriegt. Unser Schaden ist dadurch gerade ins Unermessliche gestiegen. Und wenn Gegner uns berühren, dann kann ich sie einfach totmessern. Auch wenn unsere Tierrate leider etwas geringer geworden ist durch das blöde Pillending, aber wir haben natürlich noch dadurch eine Telepille gekriegt, die uns in den Goldraum gebracht hat, wodurch wir uns einen Schlüssel gespart haben und haben Mom's Knife gekriegt. Das ist unglaublich stark. Ich bin begeistert. Black Screen, doch nicht. Goldraum, Curse of Labyrinth. Das Razor Blade, oder die Razor Blade. Ja, brauchen wir jetzt nicht wirklich. Nehmen wir mit, einfach aus Spaß. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Wir können es einfach, deswegen nehme ich es mit. So. Tschüss. Der Schaden. Wunderbar, wirklich wunderbar. Aua. Greed, dich wiederum mag ich immer noch nicht. Okay, das war blöd. Das war richtig blöd. Der Wave hat uns leider jetzt nicht davor geschützt. Ja, ich habe einen blöden Fehler gemacht. Nein. Nein, 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 nein. Oh, was ein Glück. Ja, ich sag ja. Wenn man ein bisschen leichtsinnig ist, dann passiert sowas. Bitte stirb. Schnell. Mom's Knife erleichtert es nicht teilweise, nicht nur, sondern erschwert es auch teilweise. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe die Razor Blade mit dem anderen Item verwendet, was so ähnlichen Effekt hat, nur dass es alle Gegner damage, statt uns stärker zu machen. Wow. Wir könnten jetzt schon sterben, obwohl wir den Wafer haben. Ich habe gerade höllische Angst, jetzt einfach schon zu sterben. Das wäre einfach voll traurig.
Das wäre echt traurig, jetzt schon zu sterben. Oh Gott. Gott, das war so höllisch knapp gerade. Die ist weg. Wie gut. Ich bin tot. Ja, es war schön mit euch den Run hier begonnen zu haben. Aber warum? Nennt mich Gott. Nennt mich einfach Gott. So. Boah, Spiel, bitte gib mir ein rotes Herz. Bitte. Oh Gott, nein. Diese Fliegen sind Hölle. Nein, ich kriege natürlich nur einen Schlüssel. Kein rotes Herz. Ich mache nie wieder irgendwelche blöden Sachen. Bitte. Nein. Nicht die Spinnen. Nicht die Spinnen. Angst vor ihnen. Geh bloß weg. Das hätte uns töten können. Ja, bitte lass in der Kiste was Gutes drin sein. Bitte lass ein Herz drin sein. Nein, nur Geld. Oh Gott. Hilfe. Ihr müsst alle Kackihäufchen hier zerstören. Es tut mir leid, Spinnen. Fliegen. Aber das geht nicht anders. Denn ihr seid eindeutig zu gefährlich. Bitte. Nein. Oh, Gottes Willen. Aber glaube ich noch nicht mal an Gott. Ja, ein halbes Herz. Wie gut. So. Nein. Abgelehnt. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Geht bloß weg, ihr bösen, 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 bösen Mistviecher. Ja, natürlich glitschst du da raus. Schaut ihn euch an, wie er hinter uns herläuft. Könntest du mal bitte vor mir stehen? Willst du mich verarschen? Geht doch. Mann, 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 der zweite Goldrohr. Oh, 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 und Monstrus Zahn. Nehmen wir mit. Ist nützlicher als das andere. Weil noch stärker werden brauchen wir nicht. Und dadurch, dass wir dadurch das Item ein ganzes Herz Schaden kriegen, ist mir das zu riskant. Bitteschön. Danke, Monster. Ich wusste, du bist mein Freund. Wie konnte ich die beiden verfehlen? Jetzt aber gut mit verfehlen hier. So. Geht doch. Monstruszahn, wir nehmen Monstruszahn erstmal mit, bis wir irgendwas Besseres kriegen. Okay, jetzt werden wir hier sterben. Oder auch nicht. Bitte gib mir rote Herzen. Nein. Keine Pillen. Wow. Ich muss an die Kiste ran. Ich muss hoffen, dass da rote Herzen drin sind. Nein. Nope. Nein. Ich glaube es nicht. Ehrlich, mit dem Wafer verloren. Die Räume waren doof. Replay. So enttäuscht gerade, ey. Das gibt's nicht. Das war echt nicht toll. Ihr müsst jetzt alle dafür sterben. Alle. Oh, das ist so enttäuschend, wenn man den Wafer direkt zu Beginn kriegt und dann verliert. Ohne direkt überhaupt in the Warmth gekommen zu sein. Das ist so unglaublich enttäuschend.
überlege gerade, ob ich das einfach jetzt aufhöre und gar nicht weitermache. Aber so schlimm ist es jetzt auch nicht. Es ist zwar einfach extrem bescheuert, weil mit dem Wayfall ist es eigentlich fast ein sicherer Sieg, wenn man, wie gesagt, wenn man es bis in The Worm schafft. Bin ich nun mal leider überhaupt nicht hingekommen. Ich bin, glaube ich, zur zweiten Ebene gekommen, dann war Schluss oder so. Und ich werde garantiert nicht nochmal den Wafer kriegen. Bestimmt nicht. Von daher ist es einfach extrem schade. Lass mal zum Boss gehen. So. Hallo, Pin. Na, alles gut bei dir? Ja, schön, bei mir nicht. Ich habe gerade einen Run mit dem Wafer verloren. Das wird mich noch in 2 Wochen ärgern. Hast aber nichts damit Spaß zu tun dann. Ich war. Achso, das ist der Vogel, der den Schaden macht. Okay. Ich habe schon gehört, wenn man so viel Schaden verliert. Schaden? So viel Schaden, also so viel Leben verliert. So viel Schaden verliert ist natürlich auch nicht schlecht. Ein HP-Upgrade für uns. Wir gehen zum nächsten Boss. Eve versus Gertie Junior. Bitte nur einen. Vogel, kümmere dich um ihn. Ich glaube, wir werden hier jetzt auch schon wieder sterben. Ja, wir werden hier sterben. Ich habe es gerade beschlossen und festgestellt. Sterben gegen Gertie Junior in der zweiten, in der ersten Ebene. Check. Noch ist nicht verloren. Jetzt ist es verloren. Unglaublich, was dieses Spiel mit mir macht. So. Jetzt noch erstmal schön die Goldräume absuchen. Wenn ich die nicht kriege, kann ich den Run eigentlich sofort neu starten. Weil wenn ich den in der XL-Ebene, erste Ebene, keine Goldräume kriege, das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Bitte. Genau, geh einfach sterben. Auch wenn du eine Bombe im Kopf hast. Ich weiß gar nicht, warum du die hast. Wir haben auch einen Schlüssel schon mal bekommen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich mich im letzten Run das gerade einfach blöd angestellt habe oder ob das teilweise einfach unglaublich hart war, was das Spiel mir da vorgesetzt hat. Unglaublich schlecht. Weil das Messer war zwar richtig cool, aber nicht gegen diese Gegner. Erstes Item. Charm of the Vampire. Eigentlich richtig schlecht für Eve. Die kann sich zwar hochheilen, dann verliert sie aber diese, die Horror of Babylon Form. Ja. Genau. Ich dich auch. Hier. Von daher ist Charm of the Vampire eigentlich ein ziemlich schlechtes Item für Eve. Nein, ich möchte jetzt nicht nochmal von irgendwas getroffen werden. Ich weiß nicht, ob meine Runs mit Eve generell einfach schlecht sind oder ob das Spiel mir gerade einfach Beweis machen will, dass ich aufhören soll, dieses Spiel zu spielen. Denn das werde ich nicht machen. Erst dann, wenn ich komplett damit fertig bin. Und das dauert noch. Komme ich daran? Ja, komme ich. Ganz viel Geld für uns, für eine Bombe. Okay. Was haben wir hier? Ein Herzenhändler. Wir haben ja immerhin schon mal 2 HP-Upgrades gekriegt und Charm of the Vampire, obwohl Charm of the Vampire uns eigentlich so gut wie gar nichts bringt. Und hoffen einfach mal, dass wir im letzten Raum noch einen Schlüssel kriegen. Ansonsten ist der Run eigentlich schon gelaufen, so indirekt. Aus meiner Sicht. Kein Schlüssel, schön. Was haben wir hier? Ach komm schon, Spiel, du kannst mir jetzt nicht sagen, dass du mir keinen Schlüssel gibst. Auf der ersten Ebene, auch wenn es eine XL-Ebene ist. Komm schon, gib mir einen Schlüssel. Einen Schlüssel. Nö. Nö, nö, nö.
Spiel sagt nein. Hier. Kein Schlüssel, nur Bomben. Das ist immer noch nicht der letzte Raum, okay. Bin gerade immer noch ein bisschen angefressen. Mini-Run gerade. Gut, wir kriegen keinen Schlüssel. Demnach kein Goldraum für uns. Demnach werden wir nie erfahren, was da drin liegt. Da könnte das ultimative Item drin liegen, was uns den Run instant gewinnen lässt und wir bekommen es nicht. Verzweifeltes Suchen nach dem Geheimraum, der da wahrscheinlich hier ist. Auch nicht. Wo soll er denn sonst sein? Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es aber mal. Wenn der jetzt wirklich hier rechts ist, dann ärgere ich mich zu Tode. Gut. Wenigstens das ist er nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der Geheimraum sonst sein soll. Sinnvollerweise, weil die sinnvollen Stellen habe ich meiner Meinung nach gerade abgesucht. Und sonst keine Ahnung. Na gut, was soll's. Spiel sagt nein, nächste Ebene. Mit dem Wafer wäre das so einfach gewesen. So einfach. Curse of Darkness. Schön. Wir sehen also nichts. Und dann müssen da solche Räume kommen, während ich das Messer habe. Wie soll man in den Räumen überleben? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Erklärung dafür. Wir wurden viermal getroffen jetzt. Haben zwei Herzen Schaden bekommen dadurch insgesamt. Und ich weiß nicht, wie man dagegen solchen Räumen dagegen vorgehen soll. Ich habe keine Ahnung. Das ist die einzige Art von Räumen, wo ich keine Ahnung habe, wirklich, wie man den Schaden vermeiden soll. Das ist einfach unfair. Der Raum ist tatsächlich unfair. Wenn man keine Möglichkeit hat, sich zu schützen. Überhaupt keine. Und der Run wird auch gleich zu Ende sein. Schön. Was haben wir hier? Er ist mir auch gerade vollkommen egal. So, Run zu Ende. Was da? Nächster. Grrr. Ja, da ist jemand gerade ein bisschen frustriert. Das Schöne ist, es ist mir gerade vollkommen egal, ob ich einen Run schaffe oder nicht. Ein gewisses Grad an Gleichgültigkeit dem Spiel gegenüber tut manchmal ganz gut. Die nächsten starten wir auf einer normalen Ebene. So, was haben wir hier? Temperance, eine Blutmaschine, okay. Der Vorteil ist, wenn einem das Spielen etwas egal ist, was man daraus gerade macht oder was daraus wird, ist es einem auch relativ egal, ob man jetzt gewinnt oder verliert. Das hat insofern den Vorteil, wenn man verliert, dass man sich nicht drüber aufregt. Und das tue ich ja jetzt gerade noch überhaupt nicht getan, weil der Run war sowieso schlecht. Das habe ich früher ganz häufig gemacht. Einfach so lange spielen, bis man irgendwann mal irgendwie ein paar gute Items gekriegt hat. Und man dann so den Run gewonnen hat. Habe ich früher ganz gerne gemacht, als ich das Spiel noch nicht konnte. Ich will nicht behaupten, ich kann es jetzt unbedingt besser. Aber ein bisschen Wissen gleicht den nicht vorhandenen Skill auch aus. Ja, bestes Item. Die schwarze Bohne. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll darüber. So, hier. Angepupst. Oh, wir kriegen Geld. Also ich kann es ja mal erklären. Jedes Mal, wenn wir jetzt Schaden kriegen, lassen wir einen fahren. Mal ganz einfach gesagt. Und das macht Gegnern Schaden. Und deswegen ist das ein doofes Item. Weil es eine Verschwendung ist. Es ist auch schon wieder ziemlich ärgerlich, dass wir jetzt so ein Item kriegen. Ach genau. Ich spiele noch nicht mal absichtlich schlecht. Ich kann nur irgendwie gerade nicht anders. Ja, wir kriegen noch einen Schlüssel. Ich hätte lieber noch eine Münze. Aber ich kriege keine weitere Münze. Und ich kriege eine Pille, wo ich nicht rankomme. Unser erster Gegner ist Famine. Na, sowas aber auch. Hallo Famine. Na, wie geht's dir?
Hier geht's unterdurchschnittlich. Ich will nicht sagen, dass du der Grund daran bist, aber vielleicht schon. Denn von dir kriege ich nur so einen Cube of Meat, den ich nicht haben will. Ich möchte Brimstone haben. Auch mit Brimstone ist aber keine Garantie, dass man gewinnt. Brimstone und Polyphemus. Das wären die Items, die ich jetzt gerne hätte. Das wäre toll. Brimstone und Polyphemus. Oh ja. Das ist der Free Win schlechthin. Und der ist es tatsächlich ein Free Win. Außer man hat extrem wenig Leben. Ich wüsste nicht, warum man mit Brimstone Polyphemus verlieren sollte. Außer man hat, heißt Judas und hat nur ein Herz und trifft bei einem Treffer. Ja, und stirbt bei einem Treffer, wollte ich sagen. Ja, Cube of Meat, Seelenherz, nächste Ebene. So, da drücke ich sogar das mal weg, weil ich frustriert bin. Manche mögen jetzt schmunzeln wahrscheinlich. Ich sag einfach nur, bedankt euch beim Spiel. Es hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Und das heißt frustriert. Ja, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Ich bin nur gerade ungeduldig, weil ich habe jetzt so viele Runs mit Eve schon gemacht. Und ich kann sie einfach nicht wirklich gut spielen. Ich bin einfach schlecht mit Eve. Sie macht einfach keinen Schaden. Sie macht... Ja. Sie macht keinen Schaden. Sie hat kein Leben. Sie hat keine wirklichen Vorteile durch irgendwelche Items, die ich wirklich gut nutzen kann. Whore of Babylon ist kein Item, was für mich gut ist. Weil der extra Schaden, den man auf dem halben Herz hat, ist zwar toll, aber bringt einem nichts, wenn dann nach einem Treffer tot ist. So, Goldraum. Yay, Speed und Damage. Das ist doch schon mal was Schönes. Das ist tatsächlich was Schönes. Das freut mich jetzt tatsächlich ein bisschen. Speed und Damage ist gut. So können wir schon mal ein paar Gegner besser ausweichen. Und haben die Chance, mal ein bisschen Schaden auszuteilen. Und da gehe ich sogar tatsächlich noch nicht rein. Sogar erst, wenn ich den Boss fertig habe. Bombe habe ich leider nicht. Vielleicht kriege ich ja noch eine. Wahrscheinlich eher nicht, aber gut. Man weiß ja nie. So, wer von euch möchte als erstes? Du darfst als erstes. So. Plopp, plopp, plopp. Weg. Und jetzt du da. Wir haben Geld gekriegt, das ist schon mal schön. Das heißt, wir werden mal in den Shop vorbeischauen. Und du bist auch weg. Stelle ich mich mal hier hinten hin, greif dich jetzt an. Keine Bombe für uns, aber wir können mal eben in den Shop schauen. Müsste ja eigentlich ein Item auf uns warten. Und? Ja. Es war tatsächlich ein Item aus uns, was ich aber nicht haben will. Nicht mit Eve. Da können so viele schlechte Sachen drin sein. Nein, danke. Dafür sind Eves Stats mir sowieso einfach viel zu gering. Es ist mir viel zu riskant, da ein paar Pillen einzusammeln, von denen ich keine Ahnung habe, was sie machen. Es war viel zu gefährlich. Aua. Und wir haben noch einen Schlüssel gekriegt und gehen zum Boss. Eve versus Steven. Vielleicht kriegen wir jetzt sogar mal das Damage Upgrade. Wäre zumindest mal eine schöne Abwechslung. Mal das Damage Upgrade zu kriegen anstatt den Begleiter, das wäre mal schön. Ich glaube, das gibt einfach eine ziemlich geringe Chance, dass man das Damage Upgrade kriegt im Gegensatz zum Begleiter. Deswegen soll ich meine Hoffnung jetzt nicht zu groß werden lassen. Auch wenn das Baby jetzt sogar so ein bisschen irre geworden ist. Geh platzen. Und wir kriegen den Begleiter, natürlich. Wir haben Little Steve dabei. Der Verfolgungstränen schießt. Und wieder keine Bombe. Wir haben nur Schlüssel. Wir gehen mal aus dem Spaß in den Raum hier rein. Öffnen beide Kisten. Sind in dem Raum gelandet, kriegen die Bibel.
Die Bibel erlaubt, dass ich fliegen kann, ne? Jetzt muss ich überlegen. Yep. Ja, Geld. Und wir kriegen sogar nochmal Schaden. Blöde Bibel, blöde Kiste, blöde Ebene. Vielleicht haben wir hier noch eine Bombe drin oder so. Nee, nicht so. Nein. Wir müssen zwei blaue Steine auslassen, weil wir keine... Ja, du mich auch. Geh weg. Zwei blaue Schlüssel, blaue Steine ausgelassen, weil wir keine Bombe hatten dafür und auch keinen Geheimraum geöffnet, kein gar nichts, weil wir keine Bombe hatten. Wo kommen die Fliegen her? Wo kamen denn jetzt die Fliegen her? Haben wir irgendein Item eingesammelt, wodurch wir Fliegen spawnen? Wenn ja, ich habe es irgendwie gut verdrängt auf jeden Fall. Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern. Kam das denn her? Oh, jetzt kriege ich natürlich eine Bombe, die ich nicht mehr haben will. Obwohl haben will ich sie schon, aber ich brauche sie nicht mehr. Nochmal Greed. Habe ich so viel Geld, dass du jetzt überall auftauchen musst, oder was? Gibt es so eine Greed-Grenze ab dieser, je mehr Geld du hast, desto häufiger taucht dieser Gegner auf, oder was? Du bist nämlich super lästig. Nicht super last, aber super lästig. Oh, da haben wir schon mal den Shop. Das ist schön. Da sind wir gleich tot. Eher weniger schön. Bitte stirb, danke. Und wir kriegen den Cursed Skull. Den nehmen wir erstmal mit. Gehen in den Shop. Nehmen die Tasche mit. Mom's Purse. Nehmen auch Spaß das noch mit. Die Karte tot. Wenn irgendwo Gegner sind, die uns zu sehr stören, töten wir sie einfach. Der Curse Sky war eigentlich ziemlich doof gerade, wenn ich so drüber nachdenke. Nein, aua. Nicht nett, nicht nett. Komme ich daran, ohne getroffen zu werden? Yep. Dann noch das hier und gehen zum Boss. Wir können auch gleich die Bibel wieder einsetzen, fällt mir gerade mal auf. Eve vs. the Blighted Ovum, die etwas andere Form von dem Gegner, den wir gerade schon mal hatten. Da haben wir die Karte eingesetzt, auch wenn sie jetzt nicht... Oh doch, die hat gut was gebracht. Die hat gut was gebracht. Aber ich möchte eigentlich noch nicht sterben jetzt. Ich hatte eigentlich noch nicht vor zu sterben jetzt. Wow, Spiel, muss das sein. Ehrlich, diese Aufregung immer. Sonst müssen wir immer noch den Goldraum finden. Ich weiß nicht, hätte er mich getötet, wenn er mich getroffen hätte? Macht er einen Herzschaden bei Berührung? Wenn ja, dann war das gerade höllisch knapp. Und wisst ihr was? Nö. So. Ich möchte nicht von euch getroffen werden. Deswegen einmal mal die Bibel aktiviert, um fliegen zu können. Vielleicht sollte ich die Bibel auch erstmal behalten. Sie erlaubt es mir einen Raum lang halt zu fliegen und würde Mom, glaube ich, sofort besiegen. Bei Satan und bei Isaac würde ich sofort sterben, wenn ich die Bibel einsetze. Außer ich habe den Wafer. Daran hätte ich eine Überlegenschance, da verliere ich, glaube ich, nur die Hälfte meiner Leben. Aber eigentlich kein sonderlich gutes Item. Zumindest für die lange Aufladezeit ist ein ziemlich schlechtes Item sogar. Du glitschst da fest, das ist gut. Ich hätte jetzt gerne mal Envy, ja, okay. Ich überlege, ob ich eine Bombe einsetze, um ihn zu töten, damit es schneller geht. Nee, tue ich nicht. Die Bombe ist mir zu wertvoll, sonst meckere ich nächste Ebene wieder rum, dass ich gerne Bombe hätte und krieg keine und bla. Nee, lassen wir mal. Lassen wir mal schön sein. So, Envy ist auch gleich weg.
jetzt nur noch drei kleine Köpfe da, beziehungsweise zwei mittelgroße. So. Vier kleine, der eine stirbt wahrscheinlich jetzt. Ja, genau, der stirbt auch jetzt. Ich weiß zwar, es ist nicht beabsichtigt, dass ich die so berühre, aber ich glaube, ich bin einfach ein bisschen zu genervt und kriege ein besseres Item, was ich jetzt mitnehmen werde. So, eingesetzt. Kriegt noch eine Bombe und Goldraum mit dem Mini-Mushroom, richtig? Ja, Speed und Range. Also Speed haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal genug. Jetzt hätte ich gerne noch ein bisschen Damage, ein paar mehr Leben und dann bin ich schon fast glücklich. Ich hätte gern den Wafer. Habe ich das schon mal irgendwie so gehabt, den Wafer mit Eve und... Ach man. Der Run wäre so gut gewesen, aber ist egal, der Run ist verloren. Nächste Ebene. Ebene Nummer 4. Nicht Nummer 2, das hatten wir schon mal, wo ich ständig Nummer 2 gesagt habe. Was haben wir hier? Gegner. Hallo Gegner. Macht ihr mir den Geheimraum auf? Nein, ihr seid zu schnell tot. Hier haben wir nochmal Gegner. Ich habe das böse Gefühl, gleich niesen zu müssen. Das ist ganz schön gemein. Jetzt gerade hier so in der Ecke stehend niesen zu müssen. Beziehungsweise ich muss gerade gar nicht, aber jetzt gerade ist es wieder weg. Gerade war es noch da und jetzt ist es weg. Ja, Fliege, wenn du die ganze Zeit da rumstehst, dann musst du halt auch weg. So. Unser Laser ist wieder einsatzbereit, den werden wir auch gleich beim nächstbesten Mal nutzen. Guckt mal hier mal rein. Hallo. Tschüss. Ganz einfach, wenn ihr mir auf den Keks geht, dann muss ich euch leider auslöschen. Selber schuld. Natürlich, der Raum nochmal. Bitteschön. Ich weiß gerade nicht, wie ich das hingekriegt habe, nur einen Schaden zu kriegen. Aber ich habe es geschafft. Goldraum. Das Ghost Baby. Ja. Wir haben jetzt einmal das Ghost Baby und Little Steve als Begleiter. Das Ghost Baby schießt Spectral Tears. Little Steve schießt Verfolgungstränen. Praktisch gesehen sind das alles Damage Upgrades, aber keine Damage Upgrades, die ich wirklich haben will. Weil ich möchte meine eigenen Tränen steuern können. Und nicht irgendwie darauf hoffen, dass die Spectral Tears oder die Verfolgungstränen von irgendwelchen anderen treffen. Wir können zwei Trinkets mitnehmen, habe ich ganz vergessen gerade. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt ein gutes Trinket noch finden. Da bin ich gerade mal so gerade eben noch ausgewichen. Schlüssel und Shop. Greed! So. Gut, dass das Item jetzt gerade einsatzbereit war. Greed ist tot, wir halten einen Schlüssel, jede Menge Geld. Hat sich schon mal gelohnt hier reinzugehen. Wir haben einfach Geld bekommen und nichts verloren. Und ich befürchte, dass wir bald sterben werden. Wow, ja, wenn ich auf die Stacheln laufe, dann sterben wir natürlich ziemlich schnell. Die Befürchtung kommt eigentlich eher daher, weil ich nur noch ein Herz habe. Und sonst nichts. Gehen wir mal weiter. War auch noch weg. Jetzt noch du. Du. Okay, wir haben noch ein halbes Herz bekommen. Wir gucken mal kurz nach dem Geheimraum noch. Der könnte hier sein. Ja, und wir haben auch die Münze dadurch rausgesprengt. Und da haben wir einen Automaten. Den ignorieren wir erstmal. Nehmen stattdessen die Münze mit. Okay, gehen hier durch, kriegen das noch, gehen hier durch, kriegen das und gehen wir zurück. Erfolgreich. Ich bin begeistert. Gehen zum Boss. Die Carrion Queen, als hätte ich sie erwartet. Ja, das war, glaube ich, die beste Chance, den Laser zu nutzen. Ich hasse die Carrion Queen. Aber gut, dass die Carrion Queen jetzt kommt, denn wenn sie jetzt kommt, macht sie einfach kaum Schaden, wollte ich sagen. Und wir wurden rausteleportiert aufgrund des Cursed Skulls. Nein.
Och nee. Gut, wir gehen in den Arcade-Raum, weil Alternative haben wir gerade nicht. Oh, natürlich, leg einfach eine Bombe. Leg einfach eine Bombe. Habe ich meinen Finger auf der falschen Taste gehabt. Bitte gib mir Herzen. Danke. Brauche noch ein halbes mehr, dann hat sich das Ganze schon gelohnt. Ich kann dir schon mal einsammeln. Bin ich nicht mehr ganz so wehrlos. Okay. Ich bin fertig. Auf Wiedersehen. Auf gewisse Weise hat uns der Cursed Skull gerettet. Auf andere Art und Weise hat er uns auch eigentlich verdammt, dass wir den Kampf nochmal von vorne machen müssen. Ohne Laser diesmal. Und ein bisschen weniger Geld. Hallo Karen Queen. Ja, ich habe dich glaube ich gerade schon mal gesehen. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass uns der Cursed Skull rausteleportiert, aber konnte ich nichts gegen machen. Warum habe ich den überhaupt mitgenommen? Selber schuld. Ich weiß ja, was er tut. Das wusste ich auch vorher. Aber ich dachte mir, das wäre es. Wenn ich ihn jetzt schon da liegen habe, kann ich ihn auch mitnehmen. Das war so meine Überlegung. War nicht ganz so klug im Nachhinein. Na komm. Autsch. Wir haben Schaden gekriegt. Glücklicherweise so ein halbes Herzschaden. Das ist vertretbar. Blöd ist natürlich, dass die Carrion Queen jetzt schon auf der vierten Ebene einfach ganz sehr Schaden macht beim Treffer. Also bei Berührung. Das ist ja die einzige Art und Weise, wie sie Schaden machen kann zu Beginn. Kriegen noch einen Herzcontainer. Soll ich jetzt einen Automaten weiterspielen? Lohnt sich das? Wie viele Herzen liegt hier rum? Eins. Ein Herz liegt da rum. Ich würde einfach mal gegen die Blutdings da laufen. Obwohl, ne, ich gehe erstmal hier rein. Und kriege genau gar nichts dadurch. Okay. Ist okay, ist okay. Dann, jetzt wie folgt. Wir gehen einmal hier rein. Laufen genau zweimal hier gegen. Halten zwei Münzen. Sprengen den Automaten in die Luft. Nochmal vier Münzen. Haben wir für die nächste Ebene schon mal ein bisschen Geld. Für den nächsten Shop. Wo wollte ich hin? Genau. Zum Ende. Dann können wir auch jetzt eigentlich schon in die nächste Ebene. Schon vor allen Dingen. Erstes hat ja Ewigkeiten gedauert. Nächste Ebene. Schwarze Bilder sind immer wieder toll. Ich frage mich, ob ich sie mal rausschneiden sollte. Aber es wäre ja zusätzliche Arbeit beim Cutten. Ho, ho, ho. Als wenn ich mir die machen würde. Ho, 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 ho. Nee, also, wenn jemand sagt, ich mache mir keine Mühe mit meinen Videos, dann weiß ich auch nicht. Ist ja nicht so, dass mir vollkommen egal ist, was da ist. Das ist ja nicht. Hat man, glaube ich, gemerkt bei dem Run, wo einfach der Sound weg war, wo ich nachträglich die ganze Musik reingeschnitten habe. Ich glaube, ich habe sie an einer Stelle, glaube ich, falsch reingeschnitten. Aber sonst war die immer ziemlich passend. Hat man wenigstens musikalische Untermalung noch hatte und stattdessen halt gar nichts haben zu müssen. Nö. Wollte eigentlich nicht getroffen werden davon, aber ließ sie nicht vermeiden, scheinbar. Wow, sind wir jetzt schon bei den Tiefen angekommen? Ehrlich? Hatten wir mehrere XL-Ebenen oder habe ich einfach gepennt? Ich glaube, ich habe einfach gepennt. Und wenn das diesmal auch nichts wird, dann wird der Run einfach hochgeladen, so wie er ist, und ich bin glücklich damit. Wir machen gar nicht so wenig Schaden, wie ich immer denke. Ich habe das Gefühl, wir machen unglaublich wenig Schaden. Aber die ganzen Begleiter machen den Schaden. Das unterschätze ich immer gerne.
sind nicht wir, die den Schaden machen. Das sind einfach die Begleiter. Wir sind auf einer XL-Ebene. Wieso kriege ich nur aktive Items? Das Book of Shadows ist mir sogar lieber als das andere. Als der Laser, weil hiermit kann ich mich ein paar Sekunden schützen und ein paar Gegner töten. Könnte ganz nützlich sein. Okay. Ja, lauf gegen das Feuer. Gute Idee. Aua. Aua, okay. Sie müssten beide jetzt sterben eigentlich. Ja. Schön. Wir gehen weiter. Und treffen auf Larry Jr. in einer blauen Form, die glaube ich einfach nur extrem groß ist. Rettet ihn aber nicht wirklich. Und wir kriegen das Polaroid. Warum auch immer wir jetzt schon das Polaroid kriegen, ich habe keine Ahnung. Würde es den Kampf auf jeden Fall extrem vereinfachen über die nächsten Kämpfe. Ohne Witz jetzt, das dürfte relativ einfach werden jetzt. Außer natürlich erhalten irgendwie immer ein Herz Schaden. Gibt es ein Item, wodurch man dauerhaft ein Herz Schaden kriegt von allem? Gibt es sowas? Das wäre extrem fies. Was ist das denn? Friends to the End. Schön. Da sprengen wir uns rein. Hoffen wir mal, dass da irgendwas Schönes ist. Ja, ein Schlüssel und zwei Münzen. Das ist in Ordnung. Auf der Suche nach dem Goldraum. Nach dem Shop meine ich. So. Goldraum waren wir schon. So, ihr seid alle weg. Gebt mir nochmal Geld, was ich nicht brauche. Ein halbes Herz, okay. Ich glaube, wir sind in der XL-Ebene gelandet, oder? Wir müssen in der XL-Ebene gelandet sein, ansonsten wäre die nicht so groß. Ja, wir sind in der XL-Ebene. Oh, stimmt. Monstro schießt der Laser. Ganz vergessen. Wie kannst du das vergessen? Keine Ahnung, ich habe irgendwie nicht dran gedacht. Könntest du mal aufhören mit deinem blöden Rumgehüpfe? Finde ich ziemlich nervig. Danke. Das ist die langweilige Art und Weise, gegen Monstro 2 zu gewinnen. Einfach seinen toten Winkel ausnutzen. Funktioniert relativ gut. Leider hüpft er nur ab und zu mal durch die Gegend und dann ist der tote Winkel futsch. Aber man kann ihn eigentlich relativ gut nutzen. Ich habe Ewigkeiten Monstro 2 nicht mehr so bekämpft, obwohl es eigentlich relativ einfach ist dadurch. Ein Lebensupgrade. Wir werden noch nicht zum Arm gehen, weil wir noch einen Goldraum hier irgendwo rumliegen haben. Frage ist, wo? Wo ist der Goldraum? Ich kann jetzt tatsächlich mal überprüfen, was passiert, wenn man das Polaroid zweimal einsammelt. Da werde ich mich garantiert nicht hinbegeben. Das wird mir einfach zu teuer sein, mit zwei Schlüsseln und einer Bombe irgendwie an diese Kiste ranzukommen. Das lohnt sich hundertprozentig mal gar nicht. Was habe ich an Items gekriegt bis jetzt? Kann mir das nochmal einer irgendwie verdeutlichen? Den Cube of Meat, zwei Begleiter, ein Damage und Speed-Up, ein Range und Speed-Up und das war es doch, glaube ich, oder? Drei unterschiedliche oder vier unterschiedliche aktive Items, die ich alle weggelegt habe. Was eigentlich voll traurig ist, dass ich so viele Items kriege, die ich alle nicht nutzen kann. Okay, wie komme ich jetzt hier raus, ohne viel Schaden zu kassieren? Geh mal da in deine Ecke, bitte. Geh in deine Ecke, bleib in der Ecke, geh in die Ecke. Oh, eine Kiste, wie schön. Da ist bestimmt eine Bombe drin oder so. Tatsache, sogar zwei Stück. Cool. Zwei Bomben für uns. Bedeutet zwei Chancen, den Geheimraum zu finden. Das müsste ich auch noch machen. So, noch eine Bombe. Ich hätte gern den Goldraum und den Shop. Oh, stehe ich gerade. Ganz blöde.
Komm, du musst mal langsam sterben hier, so. Okay. Shop. Mit Greed. Ich überlege gerade, ob ich mich jetzt bemühe, ihn zu bekämpfen oder ob ich das Buch einsetze. Hier. Kannst mich mal. So. Steam Sale, mit dem wir nichts anfangen können. Schade. Mit Steam Sale können wir wirklich nichts anfangen. Ist ein bisschen schade, dass wir jetzt den Steam Sale bekommen haben. Weil hier noch einfach kein Shop mehr kommt, wo wir ihn nutzen können. Aber gut, kann ich nicht ändern. Passiert. Ich hoffe immer noch, dass wir auch in den Teufelsstil rein können. Und wenn wir das können, können wir vielleicht Brimstone kriegen. Okay. Sehr schön. Will man etwas. Aber nichts, was mir hilft. Was haben wir hier? Oh Gott, natürlich. Dass ich da gerade durchgekommen bin, war Glück. Das Viech ist der Horror. Der Wahnsinn. Das ist der blanke Horror. Wow, wie habe ich das gerade getötet? Ich habe keine Ahnung, wie das gerade gestorben ist. Ich glaube, das ist an meinem Cube of Meat verreckt. Das sind die schlimmsten Viecher im ganzen Spiel. Neben den Masken mit den Herzen. So, wir gehen mal kurz in den Kampfraum. Gucken, was da so Sache ist. Öffnen die Kiste. Und stellen fest, dass wir so ein Herz da drin haben, was wir nicht brauchen. Nutzen aber mal kurz das hier. Hörst du bitte sterben? Danke. Das Buch braucht glücklicherweise nur 3 Runde zum Aufladen und die Gegner sind nun wirklich nicht anstrengend. Außer natürlich, man lässt sich von ihnen treffen, aber man dämlich spielt gerade. So. Also haben wir genau gar nichts durch den Raum gekriegt, bis auf die Tatsache, dass wir unser Buch eingesetzt haben. Okay. Autsch. Okay, Gegner tot. Das ging schnell. Gehen wir weiter. Könntest du bitte mal hier hinschießen, wo ich gerade war? Okay, eine Fliege ist weg. Nächste auch. Buch ist wieder einsatzbereit. Wunderbar. Hier, der da weg. Aua. Auch weg. Wie immer. Aber hier ist. Ach, da endlich der zweite Goldraum. Ja, den finde ich nie. So. Herz. Goldraum. Speed and Range Up. Habe ich das nicht schon mal gehabt? Ja, ich hätte den Minimaschinen, der gibt auch Speed and Range Up. Na gut, wenn das Spiel meint. Ich hätte lieber Tears Up und Damage Up oder so. Aber nein, Speed and Range. Okay, Speed and Range. Stirb. Power. Stirb. Es sind so viele Items, die zwar gut sind, aber mir überhaupt nichts bringen gerade. So ziemlich gar nichts. Hier, Bombe. Eat. Ist die Bombe, die ich dir vorhin hingelegt habe, die schon längst explodiert ist, aber friss sie auf. Hier. Nom 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 nom. Dankeschön. Ich glaube, ich spiele gerade ziemlich rücksichtslos und einfach, will ich schon sagen. Aber es funktioniert ja scheinbar. Ich nehme noch das Herz hier mit, was da rumlag. Oder auch nicht, weil ich da einen Schlüssel für ausgeben müsste. Ich habe auch keine Ahnung, wo der Geheimraum ist. Obwohl ich so viele Münzen habe, möchte ich das nicht austesten. Das nehmen wir einfach so mit. Weil ich so viele Münzen, so viele Bomben habe. Das werde ich nicht nutzen. Oh, ich muss irgendwie den Curse Skull loswerden. Der versaut mir den kompletten Polaroid-Effekt. Ja.
Selber schuld. Wenn du mir solche Gegner hier hinsetzt, dann musst du dich nicht wundern, dass ich die irgendwie töten will. So. Schade, jetzt kann ich das Buch nicht bei Mom einsetzen, aber ich hätte einfach zu viel Leben da gerade verloren. Und hier ist genau gar nichts. Na gut, dann gucken wir nochmal. Komme ich vielleicht ein Herz oder so? Oh, sogar zwei. Schön, schön, schön. Da habe ich doch mal glatt eine Idee. Dann gehe ich nämlich noch in den Curse Room unten links. Wir sind ja glücklicherweise so schnell, dass das relativ fix geht, da von A nach B zu laufen. Und schauen da mal, was dort so drin ist. Vielleicht kriege ich ja dann ein vernünftiges Item. Nö, überhaupt nicht. Schöne Sache. Würde ich mal sagen, nehmen wir das Herz mit und gehen zu Mom. Weinen dann ein bisschen über die Tatsache, dass wir einfach so gut wie gar nichts haben. Speed und Range ist leider nicht alles in dem Spiel. Überhaupt nicht. Aber zu spät. Wir haben nun mal jetzt leider, leider fast gar nichts an Items oder nichts Sinnvolles an Items. Zwei Begleiter, Cube of Meat, zweimal Speed und Range, einmal Speed und... Nee. Doch Speed und Damage oder was? Tears und Damage, ich weiß nicht genau. Die Handtasche haben wir bekommen, also wenn wir noch ein Item kriegen, also ein Trinket kriegen, dann werde ich gerne Cancer mitnehmen, weil es unsere Tierrate mal ein bisschen in die Höhe steigen lässt. Ja, und das war's eigentlich. Eve versus Mom. Ich werde mich einfach stumpf an die Ecke stellen und gucken, dass ich kein Leben verliere dadurch. Nee, nicht Isaac, Eve. Geh weg. Geh du auch weg. Und wir wurden getroffen, okay. Ja, zusammen mit den Begleitern machen wir relativ guten Schaden, aber ja, ist nicht erwähnenswert meiner Meinung nach. Den meisten Schaden macht eigentlich immer noch der Vogel. Empfinde ich zumindest so. Ich habe seit Ewigkeiten, also seit dem 2-Stunden-Run habe ich diesen, also davor habe ich diesen Bug einfach nie verwendet. Ich dachte, es wäre langweilig. Ist es auch, aber man nutzt alles, was man kriegen kann, um sich den Run zu vereinfachen. Okay, das Polaroid kann ich nicht mitnehmen, weil ich schon habe. Wir kriegen ein Tears ab. Hey, endlich mal was Nützliches. Nächste Ebene. Curse of Darkness. Wir sehen gar nichts. Ich muss unbedingt diesen Curse Skull loswerden. Der versaut mir den gesamten Run noch. Ja, bis jetzt auch nur ein Begleiter fällt mir gerade noch so auf. Und dass ich hier so irgendwie durchgekommen bin mit einem Begleiter, ist für mich schon wieder verwunderlich. Gibt es irgendwie so den Gnadensmodus vom Spiel, wenn man dreimal hintereinander verliert, dass man dann irgendwie einen einfacheren Run bekommt oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir das Item wieder einsatzbereit. Werde ich auch hier einsetzen, weil mir das dann zu stressig wird. Häufig Gebrauch von dem Item machen, das ist einfach das Geheimnis jetzt. Okay, super Trollbombe. Die juckt uns auch nicht. Nächster Raum. Schnell den da wegmachen. Dass ich dem gerade ausgewichen bin, war höllisch Glück. Ah, da. Wodurch habe ich denn noch Schaden gekriegt? Bin ich in den Gegner reingelaufen? Wie ärgerlich. Ich könnte höchstens hoffen, dass ich noch einen Shop finde oder so, weil Goldräume gibt es ja hier nicht mehr. Wobei die Speed, die wir haben... Wow, sind wir in den Gegner reingelaufen, der... Das ist gemein gewesen. Das war richtig gemein. Wir gehen zum Boss. The Bloat. Hey, hallo The Bloat. Nein, ja. Ist klar.
So, der Run ist gleich vorbei übrigens. Mal so nebenbei erwähnt. Hier. Stirb. Gehen wir auf Sicherheitsabstand wieder. Wow, ich hab die gar nicht... Wow. Ja, damit ist der Run vorbei. Endlich, ich kann aufhören. Nee. Ach, schade. Das ist ärgerlich. Drei Runs mit Eve hintereinander und es hat nicht geklappt. Ich weiß schon, was ich nächstes Mal mache. Nämlich nicht Eve spielen. Es hat irgendwie keinen Sinn. Zumindest nicht heute. Ein andermal vielleicht. Ein andermal. Es soll heute nicht sein. Also spielen wir ein andermal Eve. Wann, weiß ich nicht. Vielleicht übermorgen. Also jetzt, wo ihr das seht, dann in 2 Tagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.